Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einer neuen Let's Play-Folge zu Dying Light 2. Wir haben in der letzten Folge den Wasserturm eingenommen und einer Fraktion zugeteilt. Sehr, sehr interessante Mechanik. War positiv überrascht. Wir haben das natürlich den Überlebenden übergeben. Natürlich nicht, weil ich mich ehrlich gesagt nicht zwischen der Fraktion entscheiden kann. Und das gibt euch wiederum verschiedene Vorteile für Parcours oder Kampf, je nachdem, ob man das an den Peacekeepern übergibt oder den Überlebenden. Ich werde den Parcours Bereich ausbauen, also sprich für die Überlebenden. Hat aber jetzt gefühlt für die Story nicht eine große Auswirkung gehabt, weil jetzt Aether nicht darauf so krass reagiert hat. Und ja, wir starten jetzt erstmal die Folge. Viel Spaß damit, wir beginnen jetzt. Also mein Zwischenfazit für das Spiel, wir müssen jetzt mal ehrlich sein, ich werde jetzt kein richtiges Fazit abgeben, weil es kommt immer zum Schluss, aber ich wollte mal was loswerden. Wir müssen ehrlich sein, dass das Spiel sehr, sehr viele Macken hat. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das sieht man ja auch, darüber rede ich ja auch, viele Sachen, die einfach nicht so immer ganz passen. Aber ich bin dafür, dass ich nicht der größte Zombie-Spiel-Fan bin, bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Vor allem finde ich, dass die Geschichte richtig geil ist. Also die Story ist gut. Also muss man ehrlich mal zugeben, die Story ist richtig gut gemacht. Die Dialogentscheidungen sind jetzt keine Entscheidungen, die die Welt komplett verändern. Aber es hat trotzdem so ein paar geile Momente, die halt schon dafür davon entschieden worden sind, wie ich die Antwort gegeben habe und dementsprechend die Story so ein bisschen gelenkt wurde oder eine Aktion. Das hatte schon so einen gewissen Impact, fand ich ganz cool. Und das mit den Fraktionen finde ich auch immer geiler, auch wenn ich immer so im Zwiespalt bin und gar nicht so richtig mich zu einer Fraktion angehörig fühle. Aber diese Möglichkeiten, die man dann hat, also das haben wir ja schon in der letzten Folge gesehen, dass ich jetzt quasi immer einen Turm erobern kann oder einen Bereich erobern kann und das dann einer Fraktion zuweise, wie jetzt hier den Überlebenden. Vorher war es nämlich hier so grau, Niemandsland. Und da kann man dann das halt eine Fraktion zuweisen, um dann wiederum Perks freizuschalten, die mir das Leben in der Open World entweder bei der Bewegung, also im Parcours, einfacher machen oder im Kampf. Stark, geil, bockt mich an, bin ich ehrlich. So, Wasserturm Story Quest. Durchsuchen Sie Barneys Versteck nach Beweisen. Okay. Ist dann hier noch eine Nebenmission? Barneys Versteck. Pass auf dich auf, hörst du? Erstmal hier runterrutschen. Schaffe ich das so von der Seite? Ja. Du kannst gehen und Barneys Sachen durchsuchen. Die Luft ist rein. Okay, wollen wir dann Barneys Sachen durchsuchen? Ich habe meine Kids seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser albernen Blockade des Stadtzentrums. Das heißt, ich sehe auch gerade meine Gesundheit. Die hat sich ja erhöht. Ich habe Sophie und ihre Männer in der Nähe des Wasserturms gesehen. Der Ort sollte also verlassen sein. Ich weiß aber nicht, wann sie zurückkommen. Oh. Wir laufen jetzt mal dahin. Weiter oben. Dann gehen wir mal hier lang. Ach ja, hier waren wir ja schon, genau. Hier waren wir ja schon. Hier war der komische Kampf gegen diesen einen, der so nicht vernünftig reden kann. Und da hatte ich den Kampf verloren, da hat mich Harkon gerettet. Aber ich konnte den Kampf nicht wiederholen. Refresht sich das immer? Ja, ne?
Das hatte ich doch alles schon gelootet. Also es schadet halt nie nochmal zu looten, aber ich hatte das schon mal gelootet. Feste Schuhe. Warum kriege ich denn immer nur Schuhe in Gold oder Lila? Was habe ich denn für ein Pech jetzt wieder? Ach hier. Dieser Raum. Okay. Die brauche ich alle nicht. Was haben wir denn hier? Dieser Ort ist ein Saustall. Ja, nicht jeder ist ordentlich. Das ist kein Beweis. Das ist kein Beweis. Aber hier vielleicht. Das sieht ja schon mal gut versteckt aus. Oh, Immunität wieder. Hier ist irgendwas. Jetzt kommt was einer. Zum Teufel. Oh, fuck. Das ist Menschenhaut. Yo, das mit dem Tattoo. Ich hab das Tattoo, das sie Lukas herausgeschnitten haben. Ja. Verdammte Freaks. Ja. Yo. Das ist die Haut, wovon die gesprochen haben, mit dem Tattoo. Warum durchsuchst du die Sachen meiner Schwester? Oh. Wusste nicht, dass sie in diesem Loch Pilger als Haushälter anstellen. Häutest du dich, Barney? Was zum Teufel ist... Wir haben ein kleines Stück von Lukas als Andenken an ihn, du Perverser. Fick dich. Netter Versuch. Das gehört aber nicht mir. Ich bring dich um, du Hund. Ich krieg immer am Anfang Schläge. Achtet mal drauf. Immer wenn der Kampf beginnt, krieg ich erstmal Schläge. Du bist ein toller Freund jetzt, du Pilger. Hier, was? 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 Komm. Ja, was ist los? Was ist los? Oh. Warum darf ich ihn nicht umbringen? Nee. Was ist denn hier los, verdammte Scheiße? Bist Boah, du der hat so Glück, ne? Der hat so Glück, ja. Ne? Er haut uns übers Ohr. Diese verdammte Pilger will uns drankriegen. Wovon spricht er da, Aiden? Ich hab den Beweis gefunden. Zwischen deinen Sachen versteckt. Beweis? Wofür? Du hast Commander Lukas die Tätowierung aus dem Arm geschnitten. Nach seinem Tod? Oder war es noch davor? Du hast sie doch nicht mehr alle. Das habe ich nicht getan. Wer denn dann? Du vielleicht ist doch hier gefunden worden. Aber dein wahnsinniger Bruder. Barney ist kein Psycho. Wir haben nichts mit Lukas Tod zu tun. Barney ist kein Psycho. Ich gehe zu Aether. Ich habe den Beweis, nach dem er sucht. Aiden, wir waren es nicht. Niemand im Basar wird dir das glauben. Egal. Das ist egal. Das ist jetzt eine Sache zwischen dir und Aether. Tschüss zusammen. Warte. Bitte. Aether interessiert sich nicht für die Wahrheit. Ihm geht's nicht darum, den wahren Killer zu finden. Er will nur einen Grund, um den Basar überfallen zu können. Das geht mich nichts an, Sophie. Nein. Du wirst aber Blut an den Händen haben. Das Blut von Unschuldigen. Da will uns jemand etwas anhängen. Jemand Cleveres. Aiden, wir sind keine Sadisten, die Lukas häuten würden. Und das weißt du auch. Ich weiß, dass ihr die Picards loswerden wollt. Bitte gib mir keine Entscheidung. Ja. Und wir werden sie los. Aber nicht wie Psychos und Mörder, Aiden. Klappt mir. Das ist ein Komplott. Ich werde dir helfen, wem soll ich vertrauen, ey. Versprochen. Wie denn? Indem wir das größte Problem dieses Landes loswerden. Die PKs. Das hört sich gefährlich an. Wir haben uns schon lange darauf vorbereitet. Ich werde dir alles erzählen, wenn ich bereit bin. Bleib am Funk, Aiden. Zeit, hier für ein paar Veränderungen zu sorgen. Ach, Barney hat zu Glück, ne? Den hätte ich gerne umgebracht. Warten Sie auf Sophies Anruf. Was hat sich da denn markiert? Denn da in die Kiste. Ah, hier haben wir gekämpft. Genau hier war es.
habe das Gefühl, alle 5 Minuten denselben Ort immer zu looten. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Man kann ziemlich oft immer dieselben Orte looten. Was ja prinzipiell nicht verkehrt ist. Aber so ein bisschen eintönig dann. Aber Loot an sich schadet dir erstmal nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. So, hier kann man runter. Ich möchte aber nicht runter. Haben wir hier noch was? Holig. Boah, wie oft ich diesen scheiß Analogstick drücke, ne? So, wie warte ich denn jetzt hier aufs Sophie? Was muss ich denn machen? Okay, das noch runter, ja. Guck mal jetzt was. Kann ich hier das entdecken? Oder gibt es hier eine Funktion, dass wenn ich etwas mache, alle Symbole auf der Karte aufdecke? Das hat ja jedes Open-World-Spiel. Irgendwas einnehmen, was mir quasi die ganzen Symbole dann auf der Karte anzeigt. Könnte das zum Beispiel so ein Turm sein? Dass ich jetzt alle Symbole hier sehe? Ah, das will ich eigentlich machen. Das will ich eigentlich machen. Was ist das denn für ein Fragezeichen? Da gehen wir mal hin. Wow, wow, wow. Ah, wieder so eine Seuche. Ja, ihr Überlebenden. Wo sind die Ziplines? Erklärt mir das mal bitte. Wo sind die Ziplines, die versprochenen? Oh Gott, was geht hier ab? Was geht hier ab? Also, was ist das hier für ein Fragezeichen? Ach so, das ist dieser große, dieses Banditenlager, was wir eingenommen haben. Und hier war so ein Fragezeichen. Aber was heißt das? Schön dich zu sehen, Lastig war. Das war echt eine billige Fälschung. Ich hatte gehofft, ich könnte dieses. Ich guck mal nochmal. Als Investition? Ich will in eine Ziege investieren. Belohnung habe ich doch schon. Immer mehr zu Statussymbolen. Was hier? Mir wäre das zu riskant, all dein Geld auf Kristalle zu setzen. Da ist irgendwas. Warum? Hier schräg. Ja, hier drin, so oder was? Essen kann man sie nicht. Was sind sie also in Zeiten wie diesen wirklich wert? Hier wird irgendwas angezeigt. Aber was? Er wollte mir eine Fälschung verkaufen. Hier unten? Also, keine Ahnung, was das jetzt hier für ein Fragezeichen ist. Egal, dann machen wir mal das hier. Wann kriege ich denn den Anruf? Damage. Gehst du hoch? Ein Konvoi. Ja, ein Konvoi. Okay. Aiden, hier ist Sophie. Ah. Komm zum Bazar. Wir halten
Soldaten einen Krieg haben. Da ruft sie an. Bereit, mich ins Stadtzentrum zu bringen? Ich werde dir alles erzählen, wenn du hier bist. Beeil dich. Sofort. Lass ihn bitte noch einmal hier Konvoi machen, so gut. Bitte. Oder darf ich jetzt nicht? Komm, 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 was? Was? Ich will euch hier nicht töten, wenn ihr mich einfach nur lassen. Ich weiß, ihr seid Zombies, ihr denkt nicht viel nach. Verstehe ich schon irgendwo. Aber irgendwie dann auch wieder nicht. Oh, oh. Ah. Hier sind mir zu viele. Oh, ich mach den Trick. Okay, der Trick ging jetzt nicht. Doch, jetzt. Ah, dafür wären jetzt die Peacekeeper geil, ne? Weil die mir ja wahrscheinlich mehr solcher Fallen zur Verfügung stellen würden. Ah, schon eine schwierige Entscheidung, muss ich dann sagen. Ich habe das ja voll vergessen. Die sind ja eher für den Kampf. Und das würde ja bedeuten, dass ich deutlich mehr Möglichkeiten habe, Zombies zu töten. Was ja nicht verkehrt ist. Weil überlegt mal, das merkt ihr selber, ob ich jetzt normal kämpfe oder diese Fallen nutze. Mit den Fallen bin ich ja deutlich leiser, deutlich effizienter, schneller, nutze meine Waffen nicht ab. Hat ja so viele Vorteile. So, jetzt lass mich in Ruhe. Bitte. Bitte, 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 bitte. Komm. Wo ist die geile Ausrüstung? Der harte Schlag, der lohnt sich irgendwie nicht. Der zieht ein bisschen mehr ab als normale Schläge. Aber dafür brauche ich deutlich mehr Ausdauer und... Ja, es lohnt sich gar nicht. Hab mir den stärker vorgestellt, ehrlich gesagt. Der normale schlagt sich doch fast genauso viel ab. Was für ein Scheiß wieder. Ja, komm, reicht mit dem Kampf. Ist ja gut. Kleine Begegnung. Ach, hier ist eine Zipline, oder nicht? Ah, sowas ist es. Oh, dieses, ey, ungelogen, Leute, diese Steuerung manchmal, ne? Ich wollte jetzt nur so ein Zipline testen, danke. Mein Gott. Hallo? Du kannst keine alarmieren. Kannst du nicht, kannst du nicht. Komm. Komm. Kriegst du es geschafft? Und. Wuhu. 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 Was? Du willst abbauen? Du haust dich ab? Du willst abbauen? Du willst abbauen? Du willst abbauen? Du? Ha? Nicht mit mir. Nicht mit mir. Alarm, Alarm. Brauchst du meine Hilfe? Oh. Komm, dich irgendwann mal um. Komm, komm, du willst Stress, ne? Komm, komm. Komm, komm, komm. Okay, okay.
da hat er mich krass erwischt. Okay. Komm. Ich schummel mal ein bisschen, ich gebe mir ein Leben. Kannst aber auch machen. Also wenn du Arznei hast, gönn dir auch Leben. Wir machen das fair. Wenn du es nicht hast, ist meine Schuld. Pech gehabt. Ich hab's dir nicht verboten. Du bist gleich tot. Und ciao. Dann kann ich hier irgendjemanden retten. So, dich looten wir erstmal. Infizierten Trophäe. So. Jetzt kann ich ihn befreien. Oder gibt er mir erst jetzt eine Aufgabe? Danke. Mein Name ist Wash. Ja, dann wasch dich mal. Sehr edel von dir, einen Feind zu retten. Du bist nicht mein Feind, genau. Du bist nicht mein Feind. Aber jetzt stehen wir, wie sagt man, auf unterschiedlichen Seiten? Wir stehen auf derselben Seite, wenn es um die Infizierten geht. Was machst du hier? Tut mir leid, aber das ist streng geheim. Ja, ich will auch nicht, dass die Peacekeeper meine Feinde sind. Soll ich die Leute hier vor dir warnen? In Ordnung, ich sag's dir. Es ist ein Geheimnis, allerdings kein Militärgeheimnis. Ich sollte hier ein Mädchen treffen. Aus dem Bazar. Ich sehe hier niemanden. Sie hat mich offenbar versetzt. Das ist kein Date. Wir wollten die Stadt verlassen. Vor die Mauern kommen. Das ist nicht so einfach. Wir finden einen Weg. Warum wollt ihr abhauen? Chloe hat genug davon, dass im Bazar... Ich möchte am liebsten alle retten irgendwie. Wirklich alle. Aber der keine Entscheidung mehr treffen. Chloe weiß das noch außer nicht. Barney. Sie lebt außerhalb des Bazars. Dann geh doch und schau. Nur noch sauer, dass ich ihn nicht umbringen konnte. Mach ich. Wegen so einer scheiß Katze. Kann ich dich um was bitten? Um Zeit zu sparen? Ich gehe zu Chloes Wohnung. Kannst du zu ihrer Freundin Liz? Chloe ist immer bei ihr. Sie wohnt in Wuthering Mews 25, dritter Stock über dem alten vegetarischen Restaurant. In der Nähe der Klinik. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Sag mir über Funk Bescheid, ja, komm, wenn du da komm, bist. Komm, ich helfe dir. Komm, ich helfe dir. Du bist doch ganz lieb. Komm, markieren wir mal eine neue Nebenquest. Machen wir jetzt ganz schnell. Ich bin noch ein heftiger Parkourläufer. Übrigens, die Maximalstufe für Kampf und Parkour ist bei 25. Nur mal so nebenbei. Ich erwische mich manchmal dabei, muss ich zugeben, dass ich zu faul bin fürs Looten. Manchmal hoffe ich, wenn ich so scanne, dass ich zum Beispiel so einen Bereich, dass ich nichts mehr looten kann. Weil ich mir so denke, immer dasselbe. Ich bleibe bei meiner Meinung ziemlich Ubisoft-Formel-lastig, das Spiel. Diese typischen, sich wiederholenden Open-World-Krankheiten. Es sind immer dieselben Aktivitäten. Es gibt viele Aktivitäten. Ich habe auch noch nicht alle so richtig ausgereizt. Deswegen habe ich immer noch Spaß daran. Aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht allzu, also nicht mehr allzu lange halten wird. Ist halt wirklich immer dasselbe. Muss man einfach auch mal ehrlich sein. Dennoch ein Top-Spiel. Ja? Wollte ich auch nochmal klarstellen. Irgendwie habe ich tagsüber gar nicht mehr Angst vor diesen normalen Zombies. Die sind eingedrungen. Oh, was? Oh, okay, Moment. Okay, ich laber jetzt erstmal noch nicht. Was machen wir jetzt hier? Aber das sind schon ein bisschen die Härte. Das sind schon so Zombies, die so ein bisschen schlauer sind. Ich suche Chloe. Wozu? Sie ist nicht da. Ja. Wash, Chloe ist nicht hier. Sie ist auch nicht zu Hause. Aiden, sie muss
bei Liz sein. Ich wüsste nicht, wo sie sonst sein sollte. Ich werde hier auf sie warten. Gehst du irgendwo hin? Ich werde auf sie hier warten. Ich warte hier auf sie. Macht dir doch nichts aus, oder? Doch, tut es. Chloe ist gegangen. Und zwar für immer. Verstehst du? Glaube ich nicht. Sag Wash, er soll sie vergessen. Chloe ist ohne ihn gegangen. Sie ist gegangen? Oder ist sie dabei zu gehen? Mit dir nehme ich an. Vielleicht. Warum gehen? Es gibt wieder Wasser. Gestern gab es Krieg ums Wasser und morgen ist es wieder was anderes. Hier fließt immer Blut. Wir haben genug davon. Aber da hat sie recht. In so einer Welt gibt es, glaube ich, nie Frieden. Das heißt du. Ich meine, um ihr Haus herum sind Zombies. Wash? Er war nur unser Ticket nach draußen. Das war alles. Jetzt kann er sich verpissen. Ich konnte nichts machen, Chloe. Wash? Chloe. Warte, das ist also Chloe? Ich bin nur Frontfutter. Mir hat keiner gesagt, was passieren würde. Bitte, geh nicht ohne mich. Lass mich mitkommen. Wir drei. Liz wird dagegen sein. Es tut mir leid. Dann überzeug sie. Aiden, komm schon. Bitte, sag was. Du warst doch draußen. Du weißt, wie es außerhalb der Mauern aussieht. Jenseits der Mauern schermelte. Wash hat recht. Chloe sollte tun, was sie möchte. Ja. Chloe hat sich entschieden, Wash. Gehen wir. Das nennst du Hilfe? Na, danke für gar nichts. Oh, sorry. Es tut mir leid, Wash. Ich gehe mit Liz. Chloe, du wirst allein sein. Oh nein, warum ich mich so entschieden? Tut mir jetzt leid. Ah, ich bin blöd. Ich habe Liz. Ja, aber... Lass mich nochmal entscheiden. Ich habe eine Militärausbildung. Und ihr seid nur zwei Frauen. Schwacher Zug, Wash. Ganz schwach. Leck mich, Wash. Ich bitte dich. Denkst du, ich bin hilflos ohne dich? Geh mir aus dem Weg. Mit der zwei Frauen war schon eine krass gewagte Aussage. Du hast alles versaut. Nee, du hast mit dieser Aussage mit zwei Frauen alles versaut. Nun, dann war's das wohl. Ey, jetzt bin ich auch noch schuld, klar. Na, ist das nicht ein hübsches Licht? Das kann doch nicht sein. Kampffertigkeit gestiegen. Hä? Will mich da jemand angreifen? Habt ihr das gesehen? Windrad, Kampffertigkeit, habe ich schon gesehen. Brauche ich nicht. Beziehungsweise schnell und ahnungslos gegen erfordert ein Messer. Okay. Öffne den Schwung eines anderen, um auf die Seite zu werfen. Fügen Sie Ihrem Sprungtritt Kraft hinzu und lassen Sie Ihre Feinde fliegen. Halten Sie einen R1-Drück und bespringen und drücken Sie zweimal allein, während Sie in der Luft befinden. Ich verstärke meinen Sprungtritt. Das ist eine Party und... Was willst du denn jetzt? Woher kommst du denn jetzt? Und du? Hä? Wollt ihr Stress? Oh, ja. Schau, boah, wie er wegfliegt. Wie er weggeflogen ist. Was haben wir noch hier? Dieses Aufsammeln müssen wir mit einem Update besser machen. Also, komm, gehen wir mal raus. Hier war doch was. Gefühlt, als ob da eine Begegnung war. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Ich wiederhole. Okay, ich wiederhole, sagt sie nicht, aber. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Da war doch eine Begegnung, sag ich doch. Ist da wahrscheinlich wieder derselbe Mist. Was ich eben sagen wollte, ich finde so diese Zombies tagsüber, ich habe gar keine Angst mehr von denen. Ich gehe sogar schon so weit und behaupte mal, dass sie schon irgendwie so Teil der Familie sind. So.
Die sind irgendwie in Dying Light 2 so ziemlich harmlos gemacht. Nachts ganz anders, bin ich ehrlich, habe ich richtig Schiss. Okay, ich werde auch zum Zombie gleich, aber so tagsüber. Nein, 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 wer will ihn rufen? Wer will rufen? Du. Saß kein Ruf. Gefällt dir. Und mein Sprungfit ist jetzt stärker. Willst du wieder rufen? Nee, 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 nee. Oh. Nee, 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 nee. Komm, er will mich angreifen. Der Zombie muss leiden. Und. Oh. Ciao. Bitte schön. Dachte, gern gemacht. Würde mich retten. Doch dann kamst du. Gern gemacht. Ich sag's doch, ich helfe euch allen. Ihr seid doch alle meine Bros. Also Zipline habe ich bisher nicht genutzt, irgendwie. Des Stadtzentrums. Hey, schön, hi. Zu sehen. Hey, was geht? Warte mal. Ich guck mal, ob du gekifft hast. Ich leuchte mal deine Augen mit der Taschenlampe. Du bist Aiden, oder? Du hast mein Leben gerettet. Du hast mein Leben gerettet. Natürlich, Mann. Von wem denn nicht? Ich bin auch ein Held. Ich bin doch das nicht sterbende Licht. Oh. Lebst du noch? Hallo? Nee, leb nicht mehr. Bazaar, Bazaar, wir sind zurück auf dem Bazaar. Die Karte war gut für mich. Ich konnte nicht ahnen, dass es gut war. Hier. Okay, wir sprechen jetzt erstmal. Das ist Wahnsinn, Sophie. Die Peacekeeper haben mehr Waffen. Mehr Männer. Sie werden uns wie Würmer zerquetschen. Aitor mag zwar mehr Männer haben. Wir haben aber den Heimvorteil. Heimvorteil? Du bist verrückt. Ich verbiete es. Solange ich den Bazaar leite, wird niemand die Peacekeeper angreifen. Du leitest den Bazaar nicht mehr. Was? Du bist kein Anführer, Karl. Das warst du nie. Deinetwegen haben wir Leute verloren. Kristalle. Du wurdest beinahe selbst umgebracht. Meine Mutter wollte einen freien Bazaar. Keine Sklaven zu Diensten der Peacekeeper. Ich will den Frieden hier wiederherstellen. Du kannst mir dabei helfen. Oder gehen. Roger, Humphrey, verhaftet sie! Was macht ihr da? Sie wollen den Bazaar verraten! Roger! Du hast keine Macht mehr, Karl. Du willst wie deine Mutter sein? Dann wirst du Blut an den Händen haben, Sophie. Viel Blut! Karl hat recht. Wir haben keine Chance in einem offenen Kampf. Sophie! Was zum... Deswegen werden wir sie zuerst schwächen. Was meinst du damit? Wir werden ihre Hauptstromquelle ausschalten. Ohne UV-Lampen kann Aitor seine Basis nicht verteidigen. Sie werden aus den U-Bahn-Tunneln getrieben und von eklig, ihrem Waffenarsenal abgeschnitten. Wie soll mich all das zum Zentralring bringen? Ich will diesen Zwiespalt nicht haben. Sobald Aitor geschwächt ist, wird er sich zurückziehen, um auf Verstärkung zu warten. Dann schaffst du es zum Zentralring, Aiden. Aber zuerst müssen wir das Windrad in die Luft jagen. Und zwar schnell. Bevor Aitor Wind davon bekommt, was wir vorhaben. Barney, versammle unsere Leute. Macht euch bereit. Roger und Humphrey, geht zur Waffenkammer. Stattet jeden mit einer Waffe aus, der kämpfen kann. Du, Aiden, du gehst zu Alberto und Vincenzo. Sie werden dich in den Plan einweisen. Okay. Gemeinschaft und Freiheit, Aiden. Gemeinsam werden wir siegen.
Parkour-Fertigkeit wieder. Geil. Story-Quest abgeschlossen. Neue Quest, Revolution, Ganganführer, Entwurf. Okay. Ein Band hier noch. Ein Bandmitglied, Bandmitglied. Fertigkeit. Ohne Schaden zu nehmen. Erhöht beim Schleichen ihr Gesamttempo und ihre Mobilität, erhalten sie Fähigkeit, einen Hocksprung durchzuführen. Na ja, komm, nehmen wir mal. Warum nicht? Okay. Ich habe es gerade ernsthaft jetzt hier probiert durchzuführen. Ein Questgeber. Warum hilfst du mir nicht? Du bist wertlos, herzlos, selbstsüchtig und... Alles in Ordnung? Nein. Es ist alles nicht in Ordnung. Bitte. Es geht um meine Jungs. Boah, die eine komische Quest ganz am Anfang, wo dieser Typ von seinen Fischen erzählt hat. Und das war einfach die Nebenquest. Ich musste einfach nur die ganze Zeit zuhören. Und dann war die Quest einfach zu Ende. Das ist mir einfach gerade so wieder eingefallen. Die Jungs in dem Alter reißen schon mal aus. Nicht meine Jungs. Sie sagen mir immer, wohin sie gehen und wann sie zurückkommen. Diesmal war es nicht anders, aber ich habe bald Geburtstag. Es wäre typisch für sie, sich in Schwierigkeiten zu bringen, weil sie eine Überraschung planen. Ich würde sterben. Verstehst du? Wenn ihnen was zustößt, dann... Ja, okay, ich helfe dir. Ich kann versuchen, sie zu finden. Ich helfe dir. Als Pilger habe ich viele Spuren verfolgt. Was? Ein Pilger? Du hast Glück, dass es hier um meine Kinder geht. Oh, wie eklig. Ich weiß, welche Art Menschen zu Pilgern werden. Guck mal, eigentlich müsste ich jetzt sagen, die mache ich nicht mehr. Ansonsten würde ich nichts mit dir zu tun haben wollen. Ich möchte nur helfen. Wo soll ich zuerst suchen? Krass. Genau hier. Manchmal spielen sie bei der Kirche mit so einem dreckigen kleinen Jungen. Boah, ich will dir nicht mehr helfen. Du bleibst hier und wartest. Was ist das denn für einer? Wenn er doch nur ein Einzelkind. So. Wo seid ihr? Suchen sie auf dem Basar nach den Jungs. Ah, auf dem Basar jetzt wieder. Ah, ist wieder so eine Quest. Okay. Oh. Erstmal Wertsachen verkaufen. Kaufen tue ich jetzt hier gar nichts. Aber auch wirklich gar nichts. Aber eine Sache, ich könnte aber Dinge verkaufen. Und zwar mit weißer Seltenheitsstufe. Weg damit. Heute sind aber alle auf Level 3. Aber weg damit. Weg damit. Weg damit. Ah, kaufen, kaufen. Ich kaufe jetzt erstmal nichts. Sag mir aber, was du brauchst. Er war so sauer wie in eine piesige. Hey, Alberto. Achso, die Hauptmission. Deine neue Rüstung taugt doch nichts. Die ist eher was für einen Käfer als für einen Menschen. Ja, die ist viel zu dünn. Banause! Käferpanzer bieten idealen Schutz. Das ist bestes Handwerk auf dem besten Material. Okay, der Sohn geht schon da. Oh je, dem raucht der Schädel. Nicht zu übersehen. Ich glaube, der platzt gleich. Titan. Die Rüstung wurde mit Titan vom Schrottplatz verstärkt. Deshalb ist die so leicht und schützt besser. Also seid nicht so gehässig. Oh, warum sagt ihr das nicht gleich? Mal sehen. Hä? Okay. Danke, Vincenzo. War doch nicht nötig. Schon okay, Papa. Ach, die beiden haben gerade die letzten Titanwesten eingesackt. Deshalb bin ich nicht hier. Sophie schickt mich. Du sollst mir irgendeinen Plan verklickern. Der Plan? Mein Plan? Hat Carl zugestimmt? Carl hat zugestimmt? Hörst du, Vincenzo? Nicht Carl. Sophie. Erzählst du es mir oder muss ich raten? Das Windrad.
Wir jagen das. Aber er soll es mir bitte nicht erzählen. Er braucht 3 Jahre. Bingo. Das große Windrad, das das Picard-Hauptquartier mit Strom versorgt. Wir brauchen aber zuerst die Sprengladungen, die Jack und Joe am Wasserturm gelassen haben. So war ich schon, die habe ich entschärft. Würdest du sie uns bringen, Pilger? Sobald es hochgegangen ist, gehen alle UV-Lampen im PK-Hauptquartier aus. Dadurch können die Infizierten sie angreifen. Old Villador wird wieder frei sein. Und du? Du kannst problemlos durch die Giftwolke durch. Nö, kann ich nicht. Und zum, wie heißt der noch? Oh, der ist so komisch, ne? Zum Zentralring. Der ist so komisch. Richtig. Woher weißt du, dass die PKs sich zurückziehen und nicht zurückschlagen werden? Weil Papa dieses Windrad entworfen hat. Er kennt es in- und auswendig. Und es ist die einzige Stromquelle der PK-Basis. Ohne das Windrad werden es die PKs keine weitere Nacht in Old Villador aushalten. Wir müssen aber schnell handeln, bevor die Peacekeeper Wind von unseren Plänen bekommen. Also, bist du dabei? Na ja, hier gibt es keine andere Möglichkeit. Okay, ich bin dabei. Okay, geh zum Wasserturm. Wir werden die Sprengladungen verwenden, mit denen Jack und Joe ihn in die Luft jagen wollten. Gib mir Bescheid, wenn du dort bist. Okay, wird auch wieder eine krasse Mission. Geil ist natürlich, so eine organisierte, aufgebaute Fraktion wie die Peacekeeper, sehr strukturiert, sehr verbreitet. Und ihre einzige Stromquelle ist ein Windrad. Das muss mir mal einer erklären. Also wisst ihr, wie ich meine? So eine aufgebaute Fraktion, so eine starke Fraktion. Und wie schon gesagt, strukturiert, organisiert, alles irgendwie miteinander verknüpft, verbunden. Und aber ganz wichtig, die Stromquelle ist nur ein Windrad, was man jetzt eigentlich so chillig weg einfach mal alles auslöschen kann. Komisch, okay, dann ist es halt so. Gehen Sie zum Wasserturm, um den Sprengstoff zu holen. So, aber ich muss einmal hier mal mit dir handeln, mein Lieber. Okay, du hast nichts. Doch. Nee. Okay, ich kann hier wieder nichts holen. Eine Sache frage ich mich schon die ganze Zeit. Das ist sogar eine blöde Frage, kann mir aber vielleicht einer beantworten. Kämpfe ich zu wenig? Also, ich merke jedes Mal an diesen Upgrade-Voraussetzungen, weil ich bin da noch gar nicht weit. Also überleg mal, wie viele Mods mit wie vielen Upgrade-Stufen es gibt. Und ich kann nichts upgraden, weil mir jedes Mal diese infizierten Trophäe fehlt. Und da stelle ich mir die Frage, kämpfe ich zu wenig? Muss ich mehr killen? Aber ich kill doch schon ordentlich. Aber anscheinend irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich hinterherhinke, was die Mods betrifft. Weil, ich bitte euch, alles auf 1 und nie habe ich diese infizierten Trophäen. Es kann doch irgendwie nicht richtig sein. Kann irgendwie nicht richtig sein. Wenn du alle 4 Minuten wiederkommst, werden wir nie fertig. Komm schon, Wasser. Ja. Geh zu dir. Also, ich muss zum Wasserturm, ne? Ein bisschen. Das Schlimmste ist, dass die Ausrüstung weg ist. Soll das ein Witz sein? Ja. Aber wir werden. Ah, wir haben noch hier. Ach, diese Bazar-Mission mit den Kindern. Oh mein Gott, ich hab. Oh mein Gott, ich bin so blöd, ich hab von meiner eigenen Waffe Angst bekommen. Ja. Kinder suchen. Ob ich darauf Bock habe? Komm nächste Woche mal bei uns vorbei. Ich weiß ja nicht. Lass uns über was anderes reden. Vor allem, wie findet man denn die Kinder? Suchen Sie auf dem Bazar nach den Jungs. Ja, aber sag es bitte niemandem. Boah, die könnten doch überall sein. Die könnten draußen sein. Die könnten hier drinnen sein. Guck mal hier in den Nebenräumen. Ja, aber hier sind eigentlich auch nur die Eingänge, ne?
Wie alt sollten die Jungs sein? Waren das jetzt so kleine Jungs oder schon so ein bisschen älter, dass man dann da schon ein bisschen filtern kann? Also ich meine, wenn die hier auf dem, in dem Hauptraum wären, dann wäre die Mutter ja blöd. Also eigentlich brauche ich hier, denke ich mal, nicht suchen. Nee, es wird schon nicht hier sein. Also nicht im Hauptbereich. Die müssen auch draußen dann sein. Hier! Hey, ich suche nach zwei Kindern, Scott und Mo. Mo? Das ist mein neuer bester Freund, wissen Sie? Nach Buddy natürlich. Hast ihn heute gesehen? Heute nicht, nein. Aber er und Scott kommen in letzter Zeit oft zum Spielen zu mir und Buddy. Am Anfang hat Buddy ihnen nicht getraut, aber jetzt haben wir echt viel Spaß. Okay. Kennen Sie Buddy? Buddy ist mein Hund. Sie haben ihn nicht gesehen, oder? Ziemlich groß, dichtes schwarzes Fell, rennt Bällen hinterher wie ein Welpe, ist aber schon ziemlich alt. Nein, aber ich dachte sowieso, dass Haustiere im Bazar nicht erlaubt sind. Was ist mit Mo und Scott? Irgendeine Ahnung, wo sie sein könnten? Wer weiß. Aber Buddy. Buddy ist ein Streuner. Ja, Buddy ist halt egal. Ich muss die Jungs finden. Er kommt jeden Tag her und spielt mit mir. Ich würde ihn ja mit nach Hause nehmen, aber mein Onkel erlaubt's nicht. Irgendwann vielleicht. Hey, schon gewusst, mich nicht. Dass Hunde nur schwarz-weiß sehen, ist gar nicht wahr. Ich habe zwei Spielbälle und Buddy holt immer nur den blauen. Sein Lieblingsball. Ja, bitte unterbrechen, danke. Hör mal, Junge, ich habe wirklich keine Zeit für eine Hundeschule. Okay, okay. Wenn Sie keine Hunde mögen, hätten Sie mir das auch sagen können. Ich hab nicht... Egal jetzt. Ich sag dir Bescheid, wenn mir Buddy über den Weg läuft. Erstmal muss ich Scott und Mo finden. Warten Sie! Ich habe eine Idee! Das Bazar-Tor! Natürlich! Hä, tut was? Mir leid, Junge, aber ich habe gerade keine Zeit für Buddy. Ich hab's eilig. Nach Menschenknochen buddeln finde ich ziemlich unheimlich. Aber Scott und Mo finden's irre witzig. Warte. Also waren Scott und Mo am Ende gar nicht hier draußen? Weißt du, wo sie sonst noch sein könnten? Wenn Sie sie so dringend suchen, schauen Sie doch mal in der King William the Ninth Road. Scott hat uns da in der Nähe gezeigt, wie man Marder jagt. Danke für den Tipp. Keine Sorge. Sobald ich sie gefunden habe, schaue ich nach Buddy. Ja, nee, danke, glaub ich Mister. Nicht. Das hoffe ich doch. Aiden lügt dich auch. Vielleicht wird Buddy dann auch Ihr Freund. Wir sind doch beste Buddies. Ziel aktualisiert. Okay. Ja. Dann müssen wir die jetzt irgendwo anders suchen. Und zwar, wo ist das? Oh. Echte Freunde, Nebenquest. Im Dunkeln. Ja, das könnten wir eventuell machen. Und was war das hier nochmal? Revolution, das ist die Story Quest. Okay. Ach, hier ist auch noch eine Nebenmission. Okay, ich glaube, die nächste Folge wird eine Missionsfolge. Wir machen die zwei Nebenmissionen und die Hauptmission. Ja, so machen wir das. Aber das war's jetzt erstmal hier. Unsere Reise endet vorübergehend hier. Bin gespannt auf die Mission und bin gespannt auf die Hauptmission. Ich möchte aber die Peacekeeper nicht verraten. Ekelhaft, diese Entscheidungen. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu supporten. Aktiviert die Glocke, um die nächste spannende Folge nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.